Ein ungeordneter Brexit könnte in Großbritannien die heftigste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg auslösen. Wie die britische Notenbank mitteilte, dürfte die britische Wirtschaft ohne eine Einigung mit der EU um 8% innerhalb eines Jahres schrumpfen. Zum Vergleich, in der Finanzkrise waren es 6,25%. Zu erwarten wären auch heftige Reaktionen an den Finanzmärkten. So dürfte das britische Pfund um 25% zum US-Dollar nachgeben. Auch wenn es einen Brexit gibt, wird das Wachstum geringer ausfallen, als wenn Großbritannien in der EU bliebe. Es würde laut Notenbank um 1% sinken. Die 7 größten britischen Banken sind dagegen nach Einschätzung der Notenbank gut aufgestellt, selbst wenn der Brexit ohne Vertrag mit der Europäischen Union über die Bühne geht. Nach den Berechnungen der Notenbank könnten im Fall eines ungeordneten Brexits die Preise für Häuser um knapp ein Drittel fallen. Das Bruttoinlandsprodukt würde um 4,7% sinken und die Arbeitslosigkeit um 9,5% zunehmen. Düster sieht es offenbar auch bei Unternehmen und Behörden aus. Umfragen legten nahe, dass das Land noch nicht vollständig auf einen Brexit ohne Abkommen vorbereitet sei, sagte Notenbankchef Mark Carney. Aufgabe sei es nicht, auf das Beste zu hoffen, sondern sich auf das Schlimmste vorzubereiten.